ersten Mal die Spiele beginnen erstmal. Es ist euch überlassen, wie ihr den Krieg gestaltet, wie ihr das macht. Es ist euch überlassen. Es ist wichtig, dass euch ihr gegenseitig im Team respektiert, euch an Regeln haltet. Ihr könnt euch gegeneinander auch euch gegenseitig ausspielen im Team. Also wenn einer vielleicht einen Warnpunkt hat, in dem Sinne, könnt ihr auch bringen, dass er auch mehrere Warnpunkte bekommt. Das heißt, ihr könnt euch gegenseitig ausspielen. Ob ihr euch gegenseitig vertraut oder nicht vertraut, ist euch überlassen. Was machen die Warns? Also falls ihr nach einem Regelverstoß begeht, kriegt ihr einen Warnpunkt. Ab 3 Warnpunkte seid ihr aus dem Projekt ausgeschlossen. Seid permanent für dieses Projekt gebannt. Ihr könnt euch Gegner ausspielen lassen oder eigene Teammates ausspielen lassen. Für das RP oder halt, weil ihr habt keinen Bock mehr auf die. Es gibt Moderatoren, einmal Longtime Pessy, einmal The Blue Dragon HD, einmal Executor und einmal liebe Melonen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne an die wenden. Die kümmern um euch. Wir sind im Projekt, zum Beispiel ich und Schucks nicht für euch zuständig, sind ganz normale Teilnehmer. Falls wir Rechte missbrauchen, kriegen wir direkt 2 Warnpunkte. Das heißt, wir können jederzeit sofort gebannt werden. Ich wünsche euch und euch viel Spaß im Projekt erstmal nochmal. Also denkt auch bitte an die Todesregel. Das heißt, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund jetzt stirbt, dass ihr dann nicht einfach respawnt oder sowas, sondern euch auch an die Todesregel hält. Jetzt könnt ihr bis 10 runterzählen und dann beginnt eine tolle Eröffnungsfeier für euch. Ja, das war zwar nicht richtig gezählt, aber... So, das Portal ist nun geöffnet. Ich bitte jetzt jeden einzelnen Team Rot, bitte zuerst zum Portal zu gehen. Ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg. Immer noch. Perfekt. Gut. Und der Timer beginnt ab jetzt. Schnell gefragt, hat jemand Äxte? Braucht er einen Stein? Ja, passt doch. Ja, perfekt, Leute. Ja, wir haben es geschafft. GG. Ja. Vor allem, wir springen einfach über Zäune in unser Friedhof rein. Passt. Ja, klar, ist logisch. Aber... Wollen wir das Zauntor hier hin machen? Wo ist hier? Warte, ja, mach ich. Hallöchen. Willkommen zu dieser neuen Staffel von Minecraft Thorn. Einem Minecraft-Projekt, in dem 2 Städte gegeneinander spielen. Ich bin in Team Rot, wir sind aktuell heute zu 5. Ich weiß nicht, wie viel wir sonst sind. Wir mussten jetzt halt am Anfang erstmal einen Friedhof bauen. So wie ich das verstanden habe, wenn jemand stirbt, dann soll der nicht direkt auf Wiederbeleben klicken, sondern dann muss erst ein anderes Teammitglied hier hingehen und dann irgendwie einen Spieler geben. Das weiß ich auch noch nicht so. Haus von Balsamto. Haus von Balsamto. Erkunden tun wir dann auch, auf jeden Fall. Aber ich würde halt das Haus jetzt... Ja, ich würde es halt direkt nehmen. Doch eigentlich ganz chillig. Es war klein. Aber fürs Erste geht das doch, ne? Wir werden uns nach der Zeit eh unser eigenes Haus bauen. Also so ist das ja nicht. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt auch am besten machen. Oh, da hinten ist eine Höhle. Da gehen wir mal hin. Bauen wir unser Haus in den Berg rein oder bauen wir schon so ein Haus einfach hier auf die freie Fläche? Wie machen wir das da am besten? Den Elefanten nicht töten? Ich bin mir da nicht sicher. Ah, nice. Ja, Lags sind wirklich maximal hoch. Aber angeblich werden die dann fix heute nur. Lol, was ist denn hier passiert? Töte mal zum Anfang ein paar Schafe. Ah, das ist nice.
Bunker generiert sich auch. Ja, hier kann man auch eine schöne große Wiese drauf bekommen. Das Problem ist, wir sind gerade zu viert bei Rot und ich habe jetzt noch keinen Bock halt zu sterben, ne? Machen wir es dann am besten, dass ich eventuell hier auch ein bisschen reinbaue, weil ich brauche auch Stein. Und dann auch noch Eisen. Die Legs nerven halt, aber die haben ja gesagt, dass das auch nur heute ist. Oder Kohle kann ich auch noch gebrauchen. So. Dann crafte ich mir erstmal ein paar Fackeln und stell die hier hin. Und jetzt habe ich keine Werkbank mitgenommen. Warum mache ich das nie? Ja gut, da haben wir auch normales Holz. Ich wollte gerade wieder Slash WB eingehen wegen Mixe. Wie wieder an mich. Weiß nicht, die stellen wir erstmal hier rein. Sollte eigentlich niemand stören, ne? Brauche ich auch noch das hier. Wenn es heller wird, versuche ich da unten zu bauen. In der Hoffnung, dass mir hier auch niemand was rausklaut. Alles rein. Ich weiß nicht, was das die ganze Zeit ist. Ich werde auf jeden Fall auch noch Optifine drauf machen. Weil mit Optifine ist eigentlich immer alles besser. Ist das. Habe ich mein Holz da auch reingelegt. Das ist blöd. Das wird eh nicht reichen. Ja, ich brauche 6 davon. 2 noch davon rausnehmen. Von Rasanto. Ja, von Rasanto. Wie schnell ging das jetzt? Lasst mir hier bitte ein bisschen Baufläche. Mit einem Rasanto. Das kann ich ja wahrscheinlich. Ja, Rasanto. So. Gut. Dann war's das, würde ich sagen, mal fürs Erste. Ich muss mal gucken, wie oft ich Minecraft Town hochlade für die Videos. Ich werde hierüber bestimmt auch mal Livestreams machen. Aber das war's für die erste Folge, für den Anfang. Wir sehen uns dann in der nächsten, wo ich das Haus baue. Danke fürs Zuschauen. Ciao.